Hallo und herzlich willkommen bei der Weihnachtspost zum Zuhören vom Newsverlag aus Miltenberg. Weihnachtspost zum Zuhören? Was ist das denn? Tja, wir haben in unserer Weihnachtspostaktion für Schaufenster und Wochenblatt im Landkreis Miltenberg so viele Briefe erhalten, dass wir diese gar nicht alle in unseren Zeitungen abdrucken können. Schulklassen haben uns ganz lange ausführliche, wunderbare Briefe zugeschickt für Menschen in Seniorenheimen, für Feuerwehr, für Polizei, für die Müllabfuhr, für ganz viele Menschen, die ein Dankeschön verdient haben in diesem Jahr. Und weil diese Briefe so toll sind, haben wir uns spontan entschlossen, die vorzulesen, aufzunehmen und zu diesem kleinen Weihnachtspost-Podcast zusammenzustellen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören, machen Sie es sich gemütlich, vielleicht eine Tasse Tee dazu oder den Adventskranz und hören Sie einfach zu, was die Kinder aus der 5. Klasse den Menschen wünschen und wofür sie sich bedanken. Wir vom Newsverlag wünschen Ihnen eine wunderbare Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Teilen Sie diesen Podcast, machen Sie anderen Leuten eine Freude damit. Wir freuen uns, wenn Sie zuhören und genauso viel Freude daran haben wie wir. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Team vom Newsverlag. Sehr geehrte Krankenschwesterinnen, wir, die Klasse 5a, wünschen Ihnen frohe Weihnachten und Gesundheit. Wir finden es sehr gut, dass Sie trotz der Corona-Krise anderen Leuten helfen. Wir hoffen, dass Sie auf sich aufpassen und das Ziel in Ihrem Leben erreichen können. Wir hoffen, dass Sie sich über unsere Weihnachtspost freuen. Wir wünschen Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit. Mit herzlichen Grüßen aus Böckstadt, Ihre Klasse 5a. Hallo Supermarktmitarbeiter. Ich bin 11 Jahre alt. Seit Corona habt ihr viel mehr zu tun als sonst. Das schätze ich sehr. Ich bin froh, dass man sich auf euch verlassen kann. Wir sitzen alle im selben Boot, doch ihr seid die, die rudern. Ich will mich für alles, was ihr tut, bedanken, wie zum Beispiel nur haushaltsübliche Mengen zu verkaufen und mit Masken hinter den Kassen zu sitzen. Wir haben 2 Tage früher Ferien als sonst. Ihr leider nicht, aber ich finde, ihr verdient es, früher Ferien zu haben. Der Teil Lockdown ist sehr schwer für euch, aber ihr schafft das schon. Deshalb wünsche ich euch viel Geduld und Durchhaltevermögen und vor allen Dingen ein wunderschönes, frohes Fest. Es ist nicht einfach, ein relativ normales Fest zu feiern, aber das schaffen wir schon. Ich hoffe, dass diese seltsame Zeit bald vorbeigeht, denn es ist nicht einfach für euch. Bis bald. Liebe Tierpfleger, liebe Tierpflegerinnen, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie den Tieren helfen und für die Tiere sorgen. Vor allem der Tierflohmarkt, der letzten Monat stattgefunden hatte, war ein voller Erfolg. Von dem Geld kann man den Tieren Futter kaufen und die Tierarztkosten bezahlen. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Klasse 5a. Liebe Feuerwehrmänner oder Frauen, ich finde es schön, dass ihr bei Wind und Wetter helft. Es kann im Wasser oder an Land sein. Es wäre bestimmt schon viele Häuser abgebrannt. Ich finde es schön, dass ihr auch bei der Corona-Krise arbeitet. An die Polizisten. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin 10 Jahre alt und wohne in Mömmlingen und gehe auf die Main-Limes-Realschule in Obernburg. Ich schreibe euch, weil ich mich nochmal bei euch bedanken wollte. Und ihr habt immer so viel zu tun und jetzt auch noch mit Corona. Ist es nicht sehr anstrengend mit so einem Job? Ist dieser Job nicht trotzdem sehr spannend, gruselig, lustig oder nicht? Wie lange müsst ihr am Tag arbeiten? Habt ihr viel mit Corona zu tun? Ihr hofft bestimmt sehr oft, dass das alles sehr schnell vorbeigeht. Aber bestimmt nicht nur ihr. Welcher Job hat eigentlich am meisten wegen Corona zu tun? Ich hoffe, ich bekomme eine kleine Rückmeldung. Das wäre sehr schön. Bis bald. Liebe Damen und Herren, Angestellte des Krankenhauses, ich will auch mal Medizin studieren und Ärztin werden. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, diesen Beruf auszuüben, denn es ist ja nicht nur schön, sondern es geht jeden Tag um Leben und Tod. Ist der Beruf für euch sehr, sehr schön? Ihr macht jetzt zurzeit Überstunden rund um die Uhr. Rund um die Uhr Maske auf und rennt von dem einen Krankenzimmer zu den anderen. Ganz schön anstrengend, oder? Aber seht es positiv. Ihr müsst dann nicht mehr so unbedingt Sport machen. Aber ihr verbringt vielleicht momentan mehr Zeit im Krankenhaus als bei euch zu Hause. Ihr tut mir leid.
Doch ohne euch wären jetzt vielleicht über 100.000 Menschen gestorben. Und ihr braucht wirklich sehr, sehr viel Durchhaltevermögen und Gesundheit. Ihr kennt bestimmt das Wörtchen viel Glück und Gesundheit. Doch zu dieser Zeit braucht man es halt mehr als erwartet. Ich freue mich auf eine Antwort, falls ihr mal nicht so viel zu tun habt. Der Brief endet mit den Worten: Viel, viel Glück durch diese blöde Zeit. Zusammen sind wir stark. Merry Christmas. Strahlend wie ein schöner Traum steht vor uns der Weihnachtsbaum. Überall erklingen Lieder, wie jedes Jahr an Weihnachten wieder. Alle Eltern flüstern leise, ein Stern geht auf die Reise, leuchtet hell vom Himmelszelt hinunter auf die ganze Welt. Liebe Bewohner des Seniorenheimes, da dieses Jahr alles anders ist und Sie niemand besuchen darf, wollte ich Ihnen eine kleine Freude machen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Adventszeit und fröhliche Weihnachten, trotz Corona. Liebe Altenpfleger, ich finde, dass ihr meine Corona-Helden seid, weil ihr viel für kranke oder gesunde Senioren macht. Ihr kümmert euch um sie, die Senioren, dass sie nicht infiziert werden. Mir geht es gut. Geht es euch auch gut? Ich wünsche mir von Herzen, dass sich niemand infiziert bei euch im Pflegeheim. Hoffentlich geht Corona schnell vorbei. Liebe Grüße und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Liebe Omas und Opas, wir, die Klasse 5a, wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Wir hoffen, dass Sie trotz der Corona-Krise glücklich und zufrieden sind. Deswegen wünschen wir Ihnen vor allem viel Gesundheit und Kraft für diese schwierige Zeit. Hoffentlich freuen Sie sich über unsere Weihnachtspost. Liebe Polizisten, ich habe in einer Zeitung gelesen und da stand, dass jeder, der will, den Corona-Helden danken kann. Ich wollte der Polizei danken. Ich bin 11 Jahre und gehe in die 5. Klasse. Danke, dass ihr die Straßen sicher macht. Genauer gesagt, ich finde es so cool, dass ihr so viel für uns tut. Ich habe ein paar Fragen. Benutzt ihr die Waffe wirklich oder tut die nur so, um Angst einzujagen? Wie lange arbeitet ihr an einem Tag oder in der Woche? Habt ihr schon viele Leute verhaftet? Haben die Autos Panzerungen? Ich wünsche euch Kraft, Geduld, Durchhaltevermögen, Gesundheit und am meisten ein frohes Fest. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr im Auto sitzt und die Sirene anschaltet? Mein Wunsch ist es, dass ihr noch lange Polizisten bleibt, dass die Corona-Zahlen sinken und meine Bitte ist, ob ihr mir sagen könnt, wie weit eure Waffe schießt. Wann habt ihr das erste Mal einen Mann verhaftet? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir zurückschreibt. Viele Grüße. Liebe Altenpfleger, liebe Altenpflegerinnen, wir, die Klasse 5a, wollten Ihnen danken, dass Sie sich jetzt in der schweren Zeit um die alten Menschen kümmern und wir wünschen Ihnen Gesundheit und Glück. Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner des Seniorenheims, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Ich hoffe, bald ist Corona vorbei, damit alle richtig feiern können. Zu Weihnachten weiß ich noch nicht, was ich mir wünsche. Früher wusste ich immer sofort, was ich mir wünsche. Immer nur Bastelsachen, Malsachen, Stifte, aber dieses Jahr nicht. Was haben Sie immer zu Weihnachten bekommen? Oder haben Sie gar nichts bekommen? Aber das Wichtigste ist doch, dass die ganze Familie gesund und glücklich ist. Wenn ich mal eine Oma bin oder überhaupt eine Oma werde, werden meine Eltern auch sterben. Leute, die überhaupt noch eine Familie haben, sollten glücklicher sein als die, die keine mehr haben. Das Leben ohne Menschen, die man gern hat, ist nicht schön. Deshalb habe ich Ihnen diesen Brief geschrieben, um Ihnen eine Freude zu machen. Aber früher gab es bestimmt schlimmere Zeiten als das Coronavirus. Zum Glück gibt es noch einige Leute, die die frühere Zeit erlebt haben. Dann können Sie den Enkelkindern erzählen, wie es früher war. Ich bin 10 Jahre alt und komme aus Obernburg. Ich bin in der 5a in der Main-Limes-Realschule und möchte mich besonders bei den Supermarktverkäufern bedanken. Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr für alle auf der Welt.
Wir müssen mit Einschränkungen leben, Abstand halten und Maske tragen. Wie kommt ihr damit zurecht, Maske zu tragen und Abstand zu halten? Viele Leute müssen trotzdem arbeiten und ihr gehört auch dazu. Ihr müsst jede Nacht die Regale auffüllen, damit wir was zu essen haben und das finde ich sehr toll. Und ihr müsst täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr die Maske tragen. Das müssen wir aber in der Schule leider auch. Ihr seid einfach sehr wichtig für uns alle und was ihr leistet, ist kaum zu erwarten. Ich bin mir immer sicher, dass wir Corona gemeinsam besiegen werden, vor allem wenn wir die Regeln einhalten. Ich wünsche allen ein wunderschönes Weihnachtsfest mit euren Familien. Liebe Mitarbeiter der Müllabfuhr, ich wollte Ihnen einen Brief schreiben, weil ich es so toll finde, dass Sie unsere Welt schützen. Ich schätze Ihre Arbeit sehr, denn ohne Sie wäre die Welt eine ganze Kugel voller Müll. Zusätzlich würden wir uns sonst mit Krankheiten anstecken. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, bleiben Sie gesund, herzliche Grüße. Der Stern des Glücks zeigt sich dort, wo wir uns einsetzen für das, was zählt, für gemeinschaftliches Leben. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Lieber Feuerwehrmann, liebe Feuerwehrfrau, wir, die Klasse 5a, wünschen Ihnen frohe Weihnachten und bleiben Sie gesund. Das freut uns, dass ihr bei dieser Krise Menschen helft. Dadurch fühlen wir uns alle sicher. Das freut uns auch, dass Sie zum Beispiel um Mitternacht aufstehen müssen, um Menschen zu helfen. Dankeschön für Ihre Arbeit. Herzliche Grüße aus Bürgstadt, Ihre Klasse 5a. Liebe Krankenschwesterinnen, in einem Zeitungsartikel habe ich gelesen, was Sie jeden Tag in Ihrem Beruf leisten müssen. Ich bin 10 Jahre alt und gehe auf die Main-Limes-Realschule in Obernburg. Danke, dass Sie Menschen helfen. Täglich pflegen Sie bei Ihrer Arbeit fremde Menschen. Es ist nicht nur Essen bringen, sondern auch den Menschen Hoffnung geben. Ohne Sie würden manche Menschen gar nicht mehr leben. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Gesundheit. Ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen, viel Glück. Liebe Pflegekräfte der Krankenhäuser, ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Taten, Ausdauer und die unendliche Hingabe den kranken und hilfsbedürftigen Menschen gegenüber bedanken. In dieser Corona-Zeit ist der Zusammenhalt der Menschen sehr wichtig. Die Corona-Zeit ist keine leichte Zeit für Menschen auf dieser Welt. Die Arbeit, die Sie jeden Tag leisten, sei es auf der Intensivstation, normalen Station oder Notaufnahme, ist heldenhaft. Seid ihr müde? Bestimmt, oder? Sie geben alles, um den Corona-Kranken und anderen Patienten zu helfen, pflegen und zu heilen. Habt ihr Kinder? Wenn ihr Kinder habt, sind sie bestimmt unglaublich stolz. Da bin ich mir sicher. Ich freue mich sehr, dass die Menschen sich an die Abstandsregeln halten, damit die Corona-Zahlen runtergehen und die Menschen daran nicht weiter schwer erkranken und sterben. Ich feiere Weihnachten mit meinem Opa und mit meiner Oma. Wie feiert ihr denn euer Weihnachten? Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein glückliches und gesundes neues Jahr. Ich sage Ihnen, gebt nicht die Hoffnung auf, haltet durch, ich glaube an euch. Danke für alles, was Sie jeden Tag für uns machen. Liebe Seniorinnen und Senioren, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Viele Grüße aus der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg. Liebe Bewohner des Altenheims, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wie finden Sie es in Ihrem Altenheim? Sind alle nett zu Ihnen? Hoffentlich werden Sie oft angerufen, da wegen Corona keiner ins Altenheim darf. Ich weiß nicht, wie Sie das mit Corona finden, aber ich finde es total blöd. Die Einschränkungen sind hoffentlich nicht so schlimm für Sie. Und wenn Sie schon keinen Besuch bekommen, hoffe ich, dass ich Ihnen mit diesem Brief eine kleine Freude machen kann. Bitte bleiben Sie gesund. Schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Liebe Polizisten, danke, dass ihr Tag und Nacht darauf aufpasst, dass sich in dieser Zeit nicht so viele Leute treffen. Ist das schwer? Ich finde, ihr macht das sehr gut. Gab es auch Leute, die sich beschwert haben? Im Radio höre ich immer und auch im Fernseher, dass es Streit gab. Aber ihr habt es immer geschafft. Respekt. Ihr seid immer da bei jedem Anruf. Wie lange schlaft ihr am Tag? Ihr könnt bestimmt wenig schlafen. Aber ihr seid bei jedem Einsatz aktiv.
und niemals müde. Wie schafft ihr das? Bei jedem Einsatz müsst ihr ja ganz schnell mit dem Auto fahren. Gab es auch schon mal einen Unfall? Ich hoffe, ihr macht das noch weiter so und hört nicht auf. Schreibt mir bitte zurück. Liebe Grüße. Liebe Pflegekräfte, hallo erstmal, ich bin 10 Jahre alt und wohne in Obernburg. Ich bedanke mich für die Zeitschrift, als ich sie gelesen hatte, wollte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wie geht es euch? Und vor allem, wie kommt ihr mit der jetzigen Lage zurecht? Ich glaube nicht so ganz gut, aber trotzdem seid ihr immer da, wenn wir euch brauchen. Ich möchte euch einfach mal vielen, vielen Dank sagen und mich bei euch bedanken. Findet ihr euren Job schwer? Wir sind alle sehr froh, dass es jemanden wie euch gibt. Wir machen das Beste aus dieser Lage. Was habt ihr außerhalb des Jobs gemacht? Aber ich sage mal eine Kleinigkeit aus der Schule. Ich habe donnerstags immer Deutsch, also Deutschförderunterricht. Danach gehe ich zu meiner Freundin und wir spielen, aber immer mit Abstand. 1,5 Meter, manchmal auch mit Maske. Ihr könnt das Wort Maske bestimmt nicht mehr hören, oder? Ich hoffe, dass ihr mir antwortet und nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Liebe Grüße. Liebe Müllabfuhr, ich bedanke mich, dass ihr die Welt so sauber haltet und unseren Müll abholt. Ich wollte früher auch immer Müllabfuhrmann werden, weil es mich so interessiert. Fröhliche Weihnachten von mir. Das war sie, unsere Weihnachtspost zum Zuhören. Gelesen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Newsverlags in Miltenberg, Manfred Scheurich, Angelika Kempf, Jonas Gockert, Janine Oettinger, Ingrid Hornig, Sabine Rinsfüßer, Björn Heilmann, Jutta Schwarz und Caroline Wurtinger. Die Briefe stammten von Schülerinnen und Schülern der 5. Klassen der Mittelschule Bürgstadt, der Main-Limes-Realschule Obernburg, der offenen Ganztagsgrundschule Trennfurt und der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule in Miltenberg.